MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf unserem neu erstellten Team und damit wollen wir jetzt gleich mal ein Spiel machen. Leider nicht Pokal oder Liga, ich habe eben mal versucht zu suchen. Allerdings klappt es irgendwie nicht so ganz, also ich finde keine Gegner. Und jetzt eben in der Testsuche bei Einzelspiel hat es ganz gut geklappt. Das heißt, ich habe einen Gegner gefunden. Aber sollte ja jetzt nicht das größte Problem sein, mal jetzt ein Spiel wieder Einzelspiel zu spielen. Und ich meine, auch in einem Einzelspiel hast du einen normalen Gegner und kannst dein Team testen. So, jetzt gucken wir mal, ob ich mit euch zusammen schon Gegner finde. Ich gehe ja mal nicht davon aus, aber wenn nicht, dann schmeiße ich euch eben kurz raus. Ich bin ja echt mal gespannt, wie sich das spielen lässt. Ich denke, so ein kleiner negativer Punkt könnte sein, dass das Mittelfeld sehr klein ist und keinen so richtig defensiven hat. Und da vorne arbeitet halt auch so wirklich gar nichts mit nach hinten. Also von Workrates her jedenfalls. Aber naja, wir werden uns das anschauen. Prinzipiell ist ja in dieser Formation ZM vorgegeben und Kroos und Thiago sind ja ZMs. Keine ZDMs. Also müssen wir mal schauen, wie das so läuft. So, ich würde aber sagen, ich schmeiße euch kurz raus, suche einen Gegner, weil ich denke mal, es dauert ein bisschen. Und dann hole ich euch wieder rein. Also bis gleich. So, ich habe einen Gegner gefunden und zwar mit einem 79er gerateten BBVA-Team. Das müsste Rakitic Second in Form sein, glaube ich, weiß nicht genau. Dazu noch Griezmann ab. Dazu Benzema, Figuli, Second in Form glaube ich auch, Khedira, Modric, Pepe, Varane, Juan Fran, Felipe Luis und im Tor war glaube ich Courtois. Joa, sieht ordentlich aus das Team. Mal gucken, wie er so spielt. Machen wir erstmal unsere individuelle Taktik hier rein. Ja. Hoffentlich wird es kein Laggy Game. Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich, aber kann natürlich immer passieren. Thiago. So, bringen wir mal vorne auf Götze. Kurz abgelegt, Thiago, jetzt wieder hier über die Außen, da haben wir Kyle Walker. Boah, das können wir natürlich gleich mal probieren, wenn Adebayor da vorne drin ist, aber kommt da leider noch dran hier an den Ball. Spielt nur hoch raus auf Felipe Luis, jetzt hier Griezmann. Ja, ich renne den Walker erstmal nach hinten. So, jetzt will er hier irgendwie, keine Ahnung, was machen, Seitenwechsel anscheinend. Oh, Götze. Ah, sehr schön Götze und bring ihn gleich nach vorne, Adebayor, Push-Taste. Adebayor pusht. Oh, schön. Also, der Abschluss jetzt nicht so schön, aber wie er sich durchgepusht hat, ich glaube gegen Varane, war schon gar nicht mal so schlecht. Und hier kommt das Ding eigentlich ganz gut rein. Oh, was macht Adebayor da? Keine Ahnung, was der Ade da gemacht hat. Der sollte ins Aus gehen. Hoffentlich nicht. Ja, ins Tor aus ist gut. Ja, ich weiß nicht, warum der Adebayor da vom Ball weggegangen ist. Vielleicht hat er sich gedacht, nee, gerade nicht so Bock drauf. Keine Ahnung. So, hüpf. Ist jetzt natürlich nicht so die Spezialität von Len. Ah, da vorne Adebayor. Ja, sehr schön. Bringen wir durch auf dem Len. Ah, jetzt ist natürlich da vorne kein Großer drinne. Ah, scheiße, aber wie willst du hier reinziehen? Jetzt sind aber ein paar mehr drinne. Kommt ganz gut. Da ist Thiago. Ich glaube, es war Thiago. Kroos. Na, Kroos, lauf ihn über den Haufen. Ihr seid doch beide nicht die Allerschnellsten. Aber Kroos natürlich noch ein bisschen langsamer. So. Jetzt holten sich der Kroos wieder. Sehr schön. Lennon auf dem Adde. Kommt aber nicht an. Rakitic. Spielten auf die Außen. Khedira, Sami Khedira. Und weiter auf die Außen. Juan Fran. Und den holt sich William hier. Und jetzt da vorne. Ja, das ist der Mario. Ist jetzt auch nicht der allerlangsamste, aber da wollen wir dann lieber nochmal einen Adde mitnehmen. Upp. Oh, da habe ich mich jetzt hier ein bisschen vertan. Beziehungsweise sah ein bisschen sehr komisch aus. Sah so aus, als ob er den Ball mit dem Lauf nimmt, aber dann war doch irgendwie neben ihm der Ball. Also neben Adebayor. Okay, gut. 13 Minuten rum. Noch nicht allzu viel passiert. Aber auch noch nicht allzu viel Negatives, deswegen geht das klar. Könnten vielleicht 1:0 führen, wenn Adebayor den Schuss ein bisschen besser hinkriegt. Aber man muss natürlich auch sagen, er wurde vorher gehalten. Und dann ist das Ganze natürlich nicht ganz so einfach, da den Abschluss zu finden. So, Rakitic. Ah, ich darf die Abwehr nicht rausziehen, habe ich nämlich jetzt kurz mal angedeutet. Aber das dürfte kein Problem sein, Chiellini hat den, sehr schön. Götze, und da vorne jetzt mal Adebayor, sehr schön durch. Adebayor, alter Vater. Eine Fackel hat er auf jeden Fall drauf.
Hat natürlich leider ein bisschen geleckt, wie man es gesehen hat, aber den Schuss musste die hier, glaube ich, nehmen. Groß wieder mit der Ecke, die kommt gut. Bonucci, oh nein, Bonucci am Tor vorbei. Da hätte er sich jetzt schon mal, hätte sich schon mal der erste neue Spieler einen Namen machen können. So, da hinten ist Chiellini. Ja, müssen wir hier mal kurz ein bisschen nachhelfen mit Mario. So, gucken wir mal. Ja, hier ist keiner. Helft mir doch mal, ihr Jungs da hinten. So, Griezmann bringt den rüber. Müssen wir mal gucken, will er wahrscheinlich außen durchbringen. Ja, können wir aber hier abfangen. Cole steht bereit. Sehr schön, jetzt hier rüber auf Groß. Lauf mal wer durch, bitte. Mario zum Beispiel. Ja, komm Mario. Nee. Jetzt laufen sie mir außen noch nicht so ganz durch. William spielt irgendwie so ein bisschen sehr viele Außenverteidiger. Weiß nicht, was los ist mit ihm. In diesem Spiel hier. Ich meine, diese Formation kann er eigentlich. Rakitic. Oh, macht er hier gut. Aber jetzt, er dribbelt vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, jetzt kommt er hier natürlich noch ein bisschen lucky dran. Bringt natürlich auch die Flanke und richtig schlecht gemacht von Bonucci. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Bonucci da macht. Können wir uns gerne nochmal angucken. Schade. Können wir uns nicht nochmal angucken, weil Bonucci steht halt vor Benzema und läuft dann weg. Ich hatte ihn natürlich nicht angewählt, also keine Ahnung, was da jetzt los war. Willian hier vielleicht mal, Push-Taste, klappt, Willian und da ist Figuli leider. So, nehmen wir uns hier noch einen zweiten mit bei, macht er dann aber gut, klärt die Situation hier gut. Juan Fran macht hoffentlich wieder einen schlechten Seitenwechsel, ne, diesmal ist er gut. So, dann schnappen wir uns mal hier den Walker noch. Griezmann. Ich denke mal, da wollte er choppen. Oh, ja, jetzt geht's hier los. Das kann natürlich nur positiv für uns sein, wenn der Gegner denkt, der kann hier einen auf Dicken machen. Weil dann können wir hier schön das Bällchen abfangen, hoffentlich. Und dann mal kontern. Aber irgendwie kommt der Ball halt immer wieder zum Gegner. Juan Fran auf Felipe Luis. Und jetzt einfach mal draufziehen. Oh, Alter, jetzt kommt gerade der Mörderleck. So, Toni Groß. Bringen wir ihn hier mit nach vorne. Groß, jetzt hier nochmal abgelegt in die Mitte. Aber da kommt Rakitic mit nach hinten, sein ZOM. Benzema. Felipe Luis will ihn hier durchbringen. Diesmal aber Bonucci da. Ja, Gott sei Dank. So, Walker hier auf die Außen. Oh, Lennon, was machst du? Das ärgert mich jetzt natürlich ein bisschen, aber egal. Müssen wir uns jetzt pushen. Tor hätte so nicht fallen dürfen, weil halt in der Mitte halt wirklich alles positioniert war. So, will er reinziehen, hä? Ja. So, dürfte nichts werden. Und er läuft auch ins Aus, dürfte Abstoß für uns geben. Ja, sehr schön. So, dann gucken wir mal. Da draußen steht der Lennon. Kommt an. Ja. Aber kommt dann leider nicht zu Thiago. Modric hier ein bisschen am Skilli Vanillin. So, Varan. Ziehen wir mal hier mit Willian drauf. Außenverteidiger steht ja noch. So, Außenverteidiger Cole. Ja, macht uns hier über die Schnelligkeit nass. Aber diesmal ist Buffon da. So, ja, über Flanken müssen wir natürlich aufpassen. Wir selber haben es mit den Flanken noch nicht so ganz hinbekommen, muss ich sagen. Thiago, boah, da wird der von Modric umgehauen, aber ist natürlich kein Foul. Okay. So, Adde, der natürlich da vorne im Abseits rumpimmelt. Will noch nicht so ganz nach vorne laufen. Und er spielt uns hier in die Füße. Und Götze kriegt das Ding hier durch. Auf Adebayor. Adebayor. Und das ist eigentlich rote Karte und Freistoß. Und den Freistoß mache ich rein. Rot ist es. Freistoß könnte ein bisschen zu nah am Tor für mich sein. Aber naja. Rot und Freistoß aus der Position ist schon mal nicht schlecht. Obwohl Tor, ich weiß gar nicht, was ich lieber gehabt hätte. So, wer schießt den? Groß, was hat der für Werte? Ach du Scheiße, was hat der denn bitte für Werte? Ja, okay, das ist bestimmt jetzt auch durch die Push-Karte. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, jetzt zieht er hier anscheinend noch ein bisschen was an der Mauer. Aber trotzdem, der wird reingehen. Der muss reingehen mit seinen Werten. Na, darf ich jetzt mal schießen? Ach, fuck it, ey. Scheiße.
Ja, so den habe ich so geschossen wie mit Diego. Könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern in der Let's Trade Massive, der auch so schön reingegangen ist. Aber der hier geht leider nicht so schön rein. So, Figuli. Müssen wir hier draußen mal ein bisschen. Oh, ich ziehe extra Thiago zu Figuli, mit der halt nicht den Pass spielen kann. Aber Thiago haut halt einfach wieder ab, da wo ich ihn hingestellt habe. So, Willian, sehr schön den Ball blockiert. Willian gefällt mir mit seiner Defensivarbeit fast noch am besten aktuell. So, Kroos jetzt mal hier vorne. Aber kann sich natürlich nicht gegen Philippe Luiz pushen. Vom Pace her passt das natürlich nicht so ganz. Ja, du bist total cool, Kollege. Schade, wie gerne ich ihm den jetzt abgegrätscht hätte. Das Spiel müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Jetzt habe ich Blut geleckt. Vor allem, weil der Gegner echt meint, er ist ein ziemlich cooler. Also ich meine, wenn er mich jetzt hier irgendwie dominiert hätte, dann kann ich das ja teilweise echt verstehen. Macht er aber nicht. Und hier kriegt er das 1:1. Sehr schön von Adebayor. Lennon gut vorbereitet. So, und jetzt gewinnen wir das Ding hier. So, will er wahrscheinlich den Anstoßtrick probieren. Ich hole einen Torwart raus. Oh, 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 fuck. Ja, ich glaube, das mit Torwart rausholen lasse ich auch mal ganz sein. Weil ich habe mir das nämlich auch mal so überlegt, das könnte auch ziemlich negativ werden, wenn irgendwie der Gegner den Anstoßtrick relativ scheiße macht und er dann trotzdem irgendwie am Ball kommt und kein Torwart im Tor ist. Das könnte auch relativ mies enden. Deswegen lasse ich das mal lieber. So, jetzt haut er mich hier nochmal im Griezmann um. Ist vielleicht ein bisschen angepisst, der Gegner. Ja, komm, ist gut. So, Walker. Dürften wir rüberbringen können, ja. Sehr schön. Oh, da geht er aber schnell auf mich drauf. Ich dachte, er lässt mich erst noch mal ein bisschen. Und jetzt Thiago, kommt der Traumpass, oder? Ach, schade. Hätte ja was werden können. Jetzt hier vorne aufpassen. Gib mir doch mal bitte einen Spieler von hinten. Gott sei Dank ist jetzt Halbzeit. Ich hasse es, wenn ich keinen Spieler von hinten angewählt bekomme. Ja, wir sind auch vorne von der Statistik her. Er hatte einen Schuss und er ist drinnen gewesen. Wir hatten, glaube ich, ja, prinzipiell 300-prozentige. Also ich zähle jetzt das Ding von der, oder? Drei? Ja, doch, drei. Einmal haben wir das Tor gemacht, einmal hat Adebayor versaut, aber kann er jetzt nicht unbedingt was für, weil er halt gehalten wurde. Und dazu kam halt noch die Situation mit der roten Karte und dem Freistoß. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Adi ihn gemacht hätte, aber sicher ist es, auch nicht. Ich hatte halt schon viel früher geschossen, bevor er mich überhaupt gefoult hatte, aber Adebayor hat es halt einfach noch nicht ausgeführt. So, jetzt wird er wahrscheinlich einen Innenverteidiger reinbringen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass er dafür jetzt die Zeit genutzt hat. So, jetzt will er wahrscheinlich wieder den Anstoßtrick machen. Nee, will er nicht. Okay. Gut, ich war ein bisschen irgendwie auf Anstoßtrick vorbereitet. So, Thiago, lauf durch. Ich gebe ihn dir. Ah, schade. Oh, Thiago. Thiago. Ah, gegen zwei Leute hier. Oh, schade. Und dann spielt er den Pass so schlecht. Vielleicht hier nochmal abfangen. Nee. Und den bringt er ganz gut nach vorne. Aber können wir hier abfangen mit Groß. Sehr schön. Springen wieder rüber. Und nochmal rüber. Oh, jetzt geht er aber hier ganz schön krass drauf. Oh, Götze, wieso bleibst du stehen? Ja, der Pass sieht jetzt komplett behindert aus. Aber Götze sah so aus, als ob er auf den Flügel durchstarten will. Hat er aber nicht so ganz gemacht. So, Willian. Ah. Willian, komm ein bisschen mit, Kollege. So, Benzema ist schon mal nicht drinne. Und ja, da passt er den Ball ins Aus hier mit Figuli. Ich glaube, der Gegner ist gar kein schlechter. Ist vielleicht ein bisschen zu sehr von sich selber überzeugt. Merkt man halt an so Situationen, wenn er da sinnlos rumtribbelt mit dem Torwart und sowas. Aber im Allgemeinen ist er, glaube ich, echt kein schlechter. Das ist dann in so Spielen meist das Problem. So. Adebayor nochmal weiter auf Götze, aber leider nicht. Götze kommt bis jetzt noch nicht so ganz zum Tragen, aber ist jetzt auch ein schweres Spiel für ihn. Ist halt noch nicht so ganz viel passiert. So, das war eigentlich obvious, dass dieser Pass kommt. Und Cole, Alter, mach mich nicht traurig. Springt da irgendwie mit dem Kopf am Ball vorbei, setzt dann aber Gott sei Dank seinen Körper ein und bleibt vor dem Ball. So, Lennon, gehen wir auf die Reise, Kollege. Dürften wir überlaufen? Ah, er hat es eben ganz kurz geleckt. Lennon, Flanke kommt scheiße, weil sie kurz kommt auf Thiago. Ich habe das schon öfter mal angesprochen. Meist kommt so eine Flanke. Oh, was macht Götze da? Meist kommt so eine Flanke auf den vorherigen Passgeber, egal wie fest du drückst. Und das war richtig schlecht von mir gemacht. Ich habe kurz überlegt, wo ich hinspielen will. Komm, gib mir einen Mann von hinten.
So, sehr schön. Ist auch schlecht von ihm gemacht, weil er allzu ein bisschen halb auf der Stelle rumdribbelt. Oder vielleicht auch gut von mir gemacht. Vielleicht sollte ich mich einfach mal mehr loben, statt den Gegner schlecht zu reden. Nein, Spaß. Da hätte ich, glaube ich, ein bisschen schneller nach vorne gespielt, weil er hat ja sozusagen den Konter sich erspielt gehabt, weil ich dann so einen dummen Ballverlust mache. Modric will hier den Lobpass bringen. Dürften wir... Oh, Alter, Cole. Vielleicht sollte ich meine Meinung über Cole zurücknehmen. Bis jetzt ist er noch nicht der solideste da hinten. Springt da auch wieder unter dem Ball durch. So, jetzt erstmal aufpassen hier mit William. Und jetzt hier drüber über beide Jungs. Sehr schön. Natürlich pacen können wir hier mit dem Material nicht unbedingt. Adde lässt sich irgendwie mal... Oh, ach du Scheiße. Adde leitet hier den Konter für den Gegner ein. Dürften wir aber haben mit Chiellini. Sehr schön. Puh, Alter, was war denn das für ein Pass von Adebayor, bitte? Hier kommt er leider mit Felipe Luis zwischen. Das war ja wirklich unter aller Kanone. Und jetzt hier durchgesteckt, der ist durch. Der ist durch. Der ist durch. Adebayor, 4 Sterne. Skill-Moves, das sollte eine Schusstäuschung werden. Ziemlich gefailed von mir. Eieiei, was ein Spiel hier. Ach, es steht ja auch nur 1-1. Scheiße, das fällt mir gerade erst auf. Ich dachte, ich führe. Aber dem ist leider nicht so. Bonucci, bitte mal mich nicht. Ach nee, ist Chiellini. So, Mario Götze. Mario Götze, gehen wir erstmal hier ab. Ich will Thiago schicken, aber das Problem ist halt echt, die sind nicht die schnellsten hier. Und jetzt nochmal hier außen durch. Götze, komm. Das ist doch kein Abseits, oder? Ach so, es gibt, glaube ich, Freistoß. Ich hoffe mal für mich. Ja, gut. Thiago wird den ausführen. Bringen wir den kurz vors Türchen. Kommt ganz gut. Und alter, groß. Schade. Hat jetzt natürlich nicht den pornösesten Kopfballwert. Deswegen kann man da jetzt nicht so sauer auf ihn sein. So, Benzema. Choppt hier in Bonucci rein. Aber Bonucci lässt er sich machen. Das gibt es einfach nicht. Ich kotze. Ohne Scheiß, Bonucci ist für mich schon wieder fast gestorben. Natürlich gebe ich ihm noch die Chance, aber er hat einfach schon zwei so hochkarätige Fehler in diesem Spiel gemacht. Und das geht einfach nicht, vor allem nicht beim 1:1. Jetzt habe ich hier übel Glück, dass der das Tor nicht macht. Schade, da hätte ich vielleicht noch einen Ticken warten sollen. Boah, das hat mich jetzt schon wieder abgefuckt, habt ihr wahrscheinlich selber gemerkt. Er holt sich den Ball und verliert ihn direkt wieder. Jetzt hier... Vorne, sehr schön, nochmal zurück. Und jetzt lauf doch endlich mal da vorne durch. Götze wartet die ganze Zeit irgendwie. So, ich glaube, ich mache jetzt mal hier schnell auf ausgeglichen. Hätte ich wahrscheinlich schon mal ein bisschen früher machen sollen, aber ich habe es irgendwie alles so ein bisschen verrafft. So, Griezmann. Übrigens, der Gegner hat das gut gemacht, auch mit seinem Chop da noch vorm Tor. Es war wirklich ordentlich. Habe ich Glück gehabt, dass er das Tor da nicht macht. So, Pepe, Götze. Ja, habe ich mir gedacht, dass er da so ein bisschen wartet und wenn... Ja, schade. Ich dachte, der Ball kommt so ein bisschen auf Götze. War leider nicht der Fall. So, William. Laufen wir mal hier hinterher. Hinter Figuli, da kommen wir wahrscheinlich nicht hinterher. Und er will wahrscheinlich auch die Flanke bringen. Oh nein, will er nicht. Macht er stark. Macht er stark hier. Und jetzt kommt die Flanke, aber da ist er dann leider... Was heißt leider? Für mich gut. Ist er dann halt zu viel am Dribbeln gewesen, dass der Spieler von ihm keine Ballkontrolle mehr bekommen hat. Groß, bring das Ding vorne durch auf Mario Götze. Und den machen wir rein. Alter, wie Götze aufgehalten wird. Und jetzt komm, William. Ich weiß, dass du es nicht kannst, aber mach's halt. Scheiße. Ah, was ein Spiel. Ich denke mal, das ist auch ein schönes Spiel für euch. Groß, bringt das Ding rein. Chiellini steht. Aber komplett ungefährlich. Ab nach hinten mit dir, Kollege. Oh, fuck it, Alter. Was ein Spiel. Echt Hochkaräter auf beiden Seiten. So. Müssen wir haben. Ja, da hat er sich natürlich gedacht, dass ich nach innen spiele. Aber hat er sich zu spät gedacht. Adde. Bring ihn. Ah, schade. Geht er gut mit Pepe rein. Irgendwie Khedira... Guckt euch das mal an, irgendwie zieht er in die Innenverteidigung. Ach, der hat Khedira in die Innenverteidigung gestellt. Jetzt weiß ich es, aber ich sollte mir über sowas eigentlich keine Gedanken machen, sondern eher über mein Spiel. Wenn... Oh, ich liebe dich, Adebayor. Ich liebe dich, Adebayor. Alter, ich habe das Ding drüber gehen sehen. Ich habe extra den Ball noch so angenommen. Hier, Pupp, und jetzt erst geschossen. Boah, der geht aber auch knapp unter der Latte rein. Boah, danke, Ade.
So, jetzt wird da wahrscheinlich der Anstoßtrick kommen, oder? Ne, jetzt dürfte es eigentlich schon zu spät sein. Ja, das ist zu spät, oder? Ne. Also das hätte mich mal stark gewundert, wenn der nicht im Abseits gewesen wäre. Ja, ist auch eindeutig. Boah, alter Vater, das wäre es jetzt gewesen. Direkt der Messe fängt wieder einen Anstoßtrick. So, Bonucci, irgendwie ist hier alles so ein bisschen zu. Da stellt sich Adebayor jetzt aber bereit. Mal gucken, ob er stehen bleibt. Ja, aber kriegt den Ball nicht. Dort bringt er natürlich auch nichts, dass er stehen bleibt. Oh, hier mit Modric. Sehr schön abgefangen von Thiago. Und ja, so ähnlich sollte er kommen, so ähnlich. Fuck, ich gebe ihm die Lücke. Und, oh, alter Vater. Ey, scheiße. Was ein krasses Spiel, ohne Scheiß. Ich kann mich hier über ein 2-2 auch nicht beschweren, weil ich gebe ihm halt auch die Möglichkeiten. Irgendwie werde ich jetzt ein bisschen pussyhaft in der Verteidigung und ziehe keinen richtigen drauf und gebe ihm halt die Schussbahn. Das ist natürlich mein Ding und ein Fehler. Und das wäre es fast verdient, wenn ich dann bestraft werde. Muss ich einfach so sagen. Rakitic. Hau ihn um. Sehr schön groß. Seitenwechsel. Komm, Len. Was jetzt los? Ach so, Spiel ist zu Ende. Ey, was eine Partie. Ich weiß, der Gegner war in Unterzahl ab der 45. rum. Aber, boah, was ein Spiel, ey. Ich muss auch sagen, der Gegner war ein richtig starker Spieler. Muss man so sagen. Der hat wirklich gut gespielt, der FC Heinz. Aber ich muss halt auch sagen, der Gegner hätte vielleicht noch 2 Tore machen können, aber wir genauso. Das muss man halt auch dazu zählen. Wir hatten auch noch sehr gute 100%ige, zum Beispiel gleich zu Anfang diese hier. Adebayor frei vom Tor. Ich glaube, das mit dem Ziehen an mir kann ich jetzt gar nicht mehr so als Ausrede für ihn gelten lassen. Dieser Schuss war auch, nee, ja, doch, eigentlich war er schon relativ nice. Hat sich noch schön weggedreht. Boah, aber es war ein geiles Spiel, es hat echt Fun gemacht. FC Heinz, vielleicht ist sogar ein Deutscher, wer weiß es, kann gut sein. Ich finde nämlich, glaube ich, hier auch ab und an mal Deutsche. Adebayor natürlich mit 2 Spielern, Spieler des Tages. Torvorlagen gab es von Lennon und einmal hat er sich, glaube ich, selber vorbereitet. Ja, genau, einmal der Torwart vorbereitet, sagen wir es mal so. Schüsse gab es von Groß, William und Adebayor Firma. Pässe, ja gut, Götze hat zwar irgendwie nicht das gemacht, wofür da ist, nämlich so den Mittelstürmer gespielt und sich Chancen erspielt. Dafür hat aber natürlich eine sehr gute Passquote. Boah, Lennon, Alter. Allgemein ist die Passquote in diesem Spiel relativ mies gewesen, muss ich einfach so sagen. Weil der Gegner wirklich gut gepresst hat. Flanken gab's. 3 Stück wurden probiert, eine kam durch, die hat alle verwandelt. 2 Kämpfe, okay. Fitness. Gucken wir nochmal ganz kurz bei Spielerbewertung. Ja, Bonucci ist ganz klar schlechter als Chiellini. Das wollte ich nämlich nochmal vergleichen. Und ist auch nach Cole komischerweise genau die beiden Leute, die ich schlecht fand, auch der schlechteste Spieler. Also Cole hat mich das eine oder andere Mal wirklich ein bisschen abgefuckt. Aber Bonucci, es geht nicht um die Fehler. Natürlich geht es um die Fehler. Aber ich sag mal so, Chiellini macht auch mal Fehler. Aber Bonucci hat einfach 2 hochkarätig krasse Fehler gemacht. Und ich würde euch den ersten Fehler auch gerne nochmal zeigen. Ich meine, da kann man vielleicht nochmal sagen, okay, kann passieren. Das passiert auch anderen Verteidigern. So, das war nämlich das Ding. So, er ist außen. Und in dem Moment ist Bonucci eigentlich davor. Und man denkt sich, was macht er da? Jetzt läuft er hinter Benzema und der springt noch nicht mal. Jetzt springt er, ja klar. Aber finde ich, abnormal schlechtes Positioning hier von Bonucci. So, und die zweite Situation wird man wahrscheinlich, oder doch, eigentlich hat er Courtois Parade, Buffon Parade. Das könnte es gewesen sein. Das war es sogar. Schade, leider sieht man die Situation nicht mehr. Wie er sich da schülermäßig den Ball sofort wieder wegnehmen lässt. Und das war richtig Lack auf unserer Seite. Macht er hier gut, nämlich nicht mit dem Chop. Er macht sogar nur einen Haken, den aber sehr gut macht. Ich wollte einfach nur noch reingrätschen hier in die Laufbahn, weil ich dachte, er läuft gerade durch. Deswegen hier die Grätsche angesetzt. Und ja, jedenfalls ist er dann durch. Und natürlich Lack auf unserer Seite, dass er hier nicht finesst. Warum auch immer. Hier muss man meiner Meinung nach finessen. Macht er nicht. Gut für uns. Gut, im Allgemeinen muss man meiner Meinung nach sagen, im Endeffekt sieht man es auch an der Statistik, er hat halt echt im ganzen Spiel nur 3 Schüsse aufs Tor, diese waren aber wirklich hochkarätig. Na gut, 2 davon waren, glaube ich, hochkarätig.
Und wir hatten halt 8 Schüsse aufs Tor und hatten auch ziemliche Hochkaräter dabei. Alleine das Ding von Bonucci nach der Ecke, was er daneben semmelt. Adebayor 2x 100%ige. Dann mit Götze vorne durch, der aber irgendwie von allen Seiten gehalten wird. Und ich muss sagen, der Sieg geht in Ordnung. Ich glaube, das Spiel wäre auch nicht sonderlich anders verlaufen, hätte er keine Rote bekommen. Ich glaube, es wäre ähnlich verlaufen. Und ja, ich muss sagen, war aber ein geiles Spiel, Spannung bis zum Schluss, richtig starker Gegner. Also das hat man halt an seinen Einzelaktionen gemerkt. Da vorne mal so ein Dribbling angesetzt und dann an Spielern vorbeigezogen, gute Lücken gefunden. Und ich muss einfach sagen, Respekt an den Gegner. Manchmal fand ich ihn ein bisschen sehr hochnäsig, das war vor allem in der ersten Halbzeit, wenn er so Schwachsinn macht, mit auf der Stelle dribbeln und mit dem Torwart den Ball hochhalten. Ich meine, sowas kannst du machen, wenn du 3-0 vorne bist und den Gegner an die Wand spielst. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er das gemacht hat, stand es, glaube ich, auch schon 4 Schüsse für mich und einen einzigen für ihn. Und er hat halt seine eine Chance reingemacht gehabt und hat halt gedacht, er ist irgendwie der Größte. So kam es mir jedenfalls vor. Vielleicht hat er es auch nur extra gemacht, um mich ein bisschen zu tilten. Aber das hat er gesagt, bei mir so ein bisschen den Instinkt geweckt, dass ich dieses Spiel dann doch unbedingt gewinnen will. Aber es hat mir mal wieder gezeigt, Einzelspiele kannst du richtig fette Games haben. Ist irgendwie echt ganz witzig gewesen. Ich weiß, dass man auch in der Liga fette Games haben kann, also das muss mir jetzt keiner erzählen. Wir ziehen jetzt nochmal ein Abschlusspack auf dieses Gameplay. Fürs erste Spiel von dem Team war es, würde ich mal sagen, ganz in Ordnung. Müssen wir mal gucken, wie die Jungs sich weiterhin so tun. Bonucci wird auch noch eine Chance von mir bekommen. Cole genauso. Aber ich muss halt auch die negativen Punkte anmerken und ich fand das wirklich sehr negativ. Diese 2 krassen Schnitzer von Bonucci. Es kann natürlich gut sein, dass er auch gute Arbeit geleistet hat. Das sieht man halt meistens nicht. Aber ich meine, das sehe ich auch bei einem Chiellini nicht. Bei einem Chiellini sehe ich auch nur die krassen Schnitzer und die gibt es bei ihm meistens nicht. Und ja, deswegen 2 krasse Schnitzer in einem Spiel ist schon extrem. Und ja, deswegen gucken wir uns das mal an, wie das so in den nächsten Spielen laufen wird. So, komm, eins ziehen wir noch, weil ich bin heute echt richtig schnell mit der Aufnahme. Also wir haben jetzt aktuell 11.18 Uhr in Deutschland, Montagmorgens, und bei mir ist also 18 Uhr, 17 Uhr. 17 Uhr. 17 Uhr ist bei uns. Und so schnell war ich, glaube ich, noch nie mit allen 3 Videos fertig. Aber naja, ist auch mal ganz hübsch. Wieder ein Thiago, aber ein anderer Thiago. Bonera dazu noch. Al-Habsi, Silvio, Fernando, Scorcio und ein paar Verträge. Oh, hab als irgendwas im Hals. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal schön was essen. Beziehungsweise ich starte jetzt erstmal das Rendern von den Videos. Weil die Videos wollen natürlich auch gerendert werden. Weil einfach so hochladen ist nicht. So, die schmeißen wir mal alle weg. Und dann sind wir hier eigentlich durch. Würde ich mal so schätzen. Ich glaube, es könnte sich ganz geil spielen lassen mit den beiden ZMs. Das, was ein bisschen schade ist, also so seine Offensivqualitäten von Kroos kommen wahrscheinlich nicht so ganz zum Tragen. Deswegen werde ich mir vielleicht echt überlegen, für Kroos, also jetzt noch nicht. Wir werden dieses Team noch 2-3 Spiele spielen. Aber ich könnte mir ansonsten relativ gut vorstellen, den Kroos als Mittelstürmer zu stellen und dafür hier nicht Götze, sondern Schweinsteiger aufzustellen. Ich denke mal, das könnte sogar das Team noch einen Ticken stärker machen. Müssen wir mal gucken, weiß ich nicht. Aber erstmal gebe ich den Jungs so nochmal eine Chance. Ich meine, das war jetzt wirklich ein schweres Spiel für die Jungs, weil der Gegner halt wirklich kein schlechter war. Und deswegen, solche Spiele sollte man nicht immer gleich zu schlecht bewerten. Im Mittelfeld hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Thiago hat einige Bälle abgefangen, Kroos auch. Müssen wir mal gucken, wie sich das dann herausstellt. Ist, glaube ich, ganz gut, dass das so aufgestellt ist, weil ich glaube, Bonucci und Cole auf einer Seite, das wäre ziemlich mies ausgegangen, wenn die sich da beide gegenseitig failen. Naja, schauen wir uns das mal an. Ich würde sagen, ich mache das Ding jetzt hier dichte. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt natürlich mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Macht's gut. Ciao.